Lieber Herr Mildenstein, meine sehr verehrten Damen und Herren, just on time, ja, wie Sie gesehen haben. Die Bahn macht es möglich, selbst wenn es wirklich, also hier ist ja wenig Schnee, aber wenn Sie so Richtung Fulda kommen, da können Sie aus dem Zug nicht rausgucken, Sie sehen nichts, weil es so schneit. Wenn das hier rüberkommt, dann sind Sie heute Abend eingeschneit hier. In München sieht es bei schönem Wetter anders aus. Bin dort hergekommen und Herr Mildenstein, ich muss sagen, ich bin sehr gerne hergekommen, weil ich das Engagement, was Sie haben und was ich immer so miterlebt habe, und wir haben uns damals ja auch im Zug kennengelernt, was Sie praktisch überall verbreiten, egal ob es jetzt im Zugrestaurant ist oder vielleicht in diesem Hörsaal mit Ihren Patienten und so weiter. Und dieses Engagement, da habe ich gedacht, auf jeden Fall mache ich es möglich, dass ich hierher komme. Und diese Chipliste ist auch eine wirklich gute Sache, weil Sie entsprechend auch schon gesagt haben, es gibt ja in der Ernährung so viele Mythen, aber vor allen Dingen, was Sie zum Schluss gesagt haben, das möchte ich nochmal bekräftigen, was Sie zum Schluss gesagt haben, war langsam anfangen. Und das ist auch genau das, was man bei körperlichem Training auch immer vergisst. Da wird propagiert 3x30 Minuten, aber nur Nordic Walking pro Woche. 30 Minuten Nordic Walking für einen Übergewichtigen, 20 Minuten Nordic Walking für einen Übergewichtigen, 10 Minuten Nordic Walking für einen Übergewichtigen ist kompletter Overkill. Das ist viel zu viel. Ich fange mit meinen Patienten an, bei Essen sage ich denen, okay, die erste Ernährungsumstellung ist 10-mal mehr, als sie normalerweise kauen, zu kauen. Da kann der meinetwegen den Schweinsbraten in Bayern essen. Das ist mir gerade egal. Es geht nur darum, um Bewusstmachung. Und ich glaube, wir gehen am Anfang immer viel zu viel. Und bei Bewegung ist es so, dass ich sage, die erste Minute ist die beste Minute. Das heißt, da mache ich so, die erste Empfehlung, die ich weitergebe, ist 5 Minuten körperliche Aktivität. Und die, da gebe ich die 5 Minuten, die gebe ich auch als richtiges Programm weiter. Wie dieses Programm ist, werde ich Ihnen heute... Ich habe mich ein bisschen anders orientiert heute mit meinem Vortrag. Das werde ich Ihnen nicht jetzt so präsentieren, aber das können wir natürlich nachher auch noch mal besprechen. Der Titel meines Vortrags, Sie sehen das hier, Sporttherapie bei chronischen Erkrankungen. Ich habe mich doch ein bisschen mehr, die präventive Kardiologie betrifft ja einmal so Prävention zum Myokardinfarkt oder vor dem Myokardinfarkt und das, was dann danach passiert, was wir so allgemein als Rehabilitation betrachten. Aber ich möchte Ihnen dazu ein ganz neues, meines Erachtens neues Konzept der Medizin vermitteln und mal sehen, ob es Ihnen Spaß macht, da mal reinzuschauen. Ich glaube, es sind wirklich auch interessante Bilder für Sie. Wenn ich gefragt werde, was machst du denn eigentlich? Ja, wenn Sie sagen, Herr Mildenstein, präventive Kardiologie, da fällt meinem Nachbarn beim Abendessen dann durchaus der Bissen aus dem Mund, ja, weil er nicht weiß, was das ist, präventive Kardiologie. Und wenn ich dann sage, ich bin Sportmediziner, dann fragt man gerne, ja, also hier oder Knie. Ja, also das ist einfach so die Antwort, die ich dann bekomme. Und dieses Bild soll eigentlich verdeutlichen, was ich tue, nämlich den Spagat zwischen diesem Herrn hier, der die Medaillen übergibt, und dem Spitzensportler. Mit dem befasse ich mich viel, viel mehr. Natürlich sehen wir auch bei uns Medaillengewinner, wie Sie hier sehen. Und mein Oberarzt ist auch jetzt der deutsche Olympiaarzt. Und wir kümmern uns um Freizeitsportler und so weiter. Aber was mich wirklich interessiert, ist die Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen, vielleicht primär. Und was Sie hier auf diesem Bild sehen, und das ist das, was ich Ihnen heute präsentieren möchte. Sie sehen hier Patienten bei der Dialyse, Sie sehen es hier im Trainingszentrum, auch bei uns. Und das, sowas eben in die Medizin zu integrieren ist, das verfolge ich die letzten 10 Jahre jetzt hier schon in München. Sie können, wenn das München ist, um Ihnen so ein paar Ideen zu geben, ist es so, ich habe ein Institut, Sie sehen das hier, wo eine ganz große Ambulanz ist, wo es nur um das Thema geht, wie kann ich Lebensstil, vor allen Dingen Bewegung in die Prävention und Therapie von Erkrankungen integrieren, und seit einem Jahr jetzt auch hier direkt am Klinikum rechts der Isar, sodass ich immer mehr in dieses Klinikum hinein wie eine Krake dränge und meine Kollegen es sehr schätzen, dass ich da bin, weil es eine neue Therapiestrategie ist
Und wir sehen inzwischen, das schon fast ein bisschen veraltet, in unserer Ambulanz 10.000 Patienten. Als ich vor 10 Jahren gekommen bin, waren es 1.000 Patienten. Jetzt sehen wir 10.000. Das heißt, am Anfang hatte ich 3 Ärzte, jetzt habe ich 14 Ärzte. Es ist ein Riesenapparat geworden, aber das zeigt Ihnen nur, dass da ein enormer Bedarf ist. Und die Sportmedizin, das hat immer irgendwie was Anrüchiges. Ich glaube, dass man da, anrüchig, also man denkt da irgendwie gleich an Spitzensportler, an Doping oder irgendwie sowas. Mitnichten, das ist halt irgendwie ein Thema ganz, ganz, ganz am Rande, für mich sowieso. Es ist so, und ich möchte mein Bild beginnen, dass Sie auch verstehen, warum Ernährung und Bewegung so Bedeutung ist und vor allen Dingen, wie ich meine, die Bewegung von zentraler herausragender Bedeutung ist. An diesem, wie ich es gerne nenne, meinem primär didaktischen Bild. Dieses Bild zeigt die Evolution bis zu mir und das sind Zehntausende von Generationen gewesen. Wir sind wirklich auf die Muskulatur ausgerichtet, optimiert worden. Da ist alles adjustiert, dem Hasen hinterher und dem Mammut davon. Und dieses ist erst ein Thema der letzten 50 Jahre. Aber das muss man sich vergegenwärtigen. Da gibt es keine Adaptationsmechanismen an diesen Kalorienüberfluss. Und ob das stimmt mit 40 Kilometern der Neandertaler, das sind 800 Meter hier des Deutschen und andere amerikanische Population 400 Meter, aber das ist ja wohl nicht Zivilisation. Wenn man mal die Deutschen befragt, ob sie denn jetzt körperlich aktiv sind, Sportmuffel 24%, Antisportler 20%, also diejenigen, die noch nicht mal die Sportschau anschauen oder hier Hannover im Fußball, wenn Sie das addieren, sind es 44% und von diesen Gelegenheitssportlern, ich frage jetzt gar nicht bei Ihnen in die Runde, aber von denen hat auch noch der eine oder andere geflunkert, Deutschland ist zu 50% komplett inaktiv. Oder meldet sich, das ist natürlich ein amerikanisches Bild, aber meldet sich im Fitnessstudio an und nimmt dann auch noch die Rolltreppe. Oder dieses ist auch ein nettes Bild, was ich mit meiner Handykamera aufgenommen habe, American Diabetes Meeting. Ja, also Diabetologen treffen sich und nehmen die Rolltreppe. Ja, Wissen schützt vor Torheit nicht. Aber wir haben ja Referenzorgane, die uns schon sagen, wo der Weg lang geht, nämlich wie hier der Spiegel, der tituliert schon 2006 die Heilkraft der Bewegung, wie Krebs, Diabetes und Depressionen, wie Sport hilft, Krankheiten zu besiegen. Ursprünglich die ersten Studien zu der Bedeutung von körperlichem Training, die gibt es aus den 50er Jahren. Da hat der Jim Morris in London, war Arbeitsmediziner dort und hat dann hier diejenigen, die die Busse gelenkt haben und hinten, kennen Sie ja noch so diese Ticket-Conductor, ja, die immer hoch und runter gelaufen sind, ja, und die Tickets abgeknipst haben, ja, und hat die verglichen, weil er gesehen hat, die kommen zu seiner Untersuchung und dann irgendwann sind ihm die Busfahrer weggestorben. Ja? Und dann hat er mal geguckt, wie das denn in den Akten ist und hat gesehen, dass die Ticket-Conductor hier 50% weniger Herzinfarkte bekommen haben, als die, die nur die Rotationsbewegung gemacht haben. Und wenn man das mal in Freizeitaktivität in vielen Studien, und das sollen hier nur diese Linien verdeutlichen, wenn man diese Freizeitaktivität, also alles das, was man nicht jetzt hier, wenn Sie sitzen und gehen und so weiter, was das beinhaltet, sondern die Gesamtaktivität, wenn man die hier sich im Vergleich zum Herz-Kreislauf-Risiko betrachtet und das ist dann eine Senkung des Herz-Kreislauf-Risikos, dann ist für mich eine der Hauptaussagen aus diesem Bild, dass der Abfall hier vorne ist und es dann abflacht und hier hinten, wenn Sie da halt 4-mal, 5-mal oder 6-mal joggen gehen pro Woche, da haben Sie keinen additiven Effekt. Der größte Effekt ist, die Leute von der Couch zu ein bisschen Bewegung zu bringen und Sie sehen das hier, da ist schon fast ein maximaler Effekt bei 1000 Kilokalorien. Das ist ungefähr so, wenn man pro Tag 20-minütiges, zügiges Gehen durchführt, da kommt man ungefähr dahin. Und der zweite Aspekt ist der, auf den ich ja heute auch besonders fokussieren möchte, dass man bei Erkrankungen durch eine körperliche Fitness, Leistungsfähigkeit und körperliche Aktivität, die dazu führt, dass man damit das relative Risiko, Sie sehen das hier, Sterblichkeit, also Training trotz Krankheit, wenn man übergewichtiges Diabetes hat, hohes Cholesterin, lungenkrank ist, Raucher, depressiv ist und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn Sie das hier sich betrachten, ist es immer so, dass es eine inverse Beziehung gibt,
dass immer eine Risikoreduktion, Sie sehen das hier, zwischen 30% und 50% oder 25% und 50% zu beobachten ist. Also es spielt offensichtlich eine ganz zentrale Rolle bei Patienten, auch bei Krebserkrankungen, ich zeige Ihnen das nachher noch, dass man eine gewisse körperliche Aktivität umsetzt und auch einen Fitnessstatus damit bekommt. Und der zweite Punkt ist der mit diesem, ich sage jetzt mal so ein bisschen, wie die Amerikaner sagen, also sobald man nur so ein bisschen überall so hin und her wabbelt und wobbelt, ja, also so ein bisschen spazieren geht und dann mal da die Treppe nimmt statt im Fahrstuhl, dann kriegt man keinen Herzinfarkt mehr. Ja, ist ja alles gut, ist alles super. Und ich bin da ein bisschen anderer Auffassung, ich zeige Ihnen das jetzt mal in den nächsten zwei Bildern. Dieses ist von der Copenhagen City Heart Study. Sie sehen es hier, da fahren alle mit dem Fahrrad rum und man hat da verglichen, diejenigen, erstmal die aktiv waren. Klar, die hatten bessere, also niedriges Herz-Kreislauf-Risiko, niedriges Diabetes-Risiko, das wäre für sie nichts Neues. Wenn man dann aber schaut, wer überlebt länger, wer hat eine bessere Prognose, dann sind es hinsichtlich dieser Zeit, ob jemand 20, 30 oder eine Stunde oder mehr an Aktivität in diesem niedrigen Bereich durchführt, gibt es praktisch keinen Unterschied. Ein bisschen Aktivität ist gut, aber dann gibt es keinen Unterschied mehr. Der primäre Unterschied kommt dadurch, dass die Intensität erhöht wird. Intensives Walken, intensives Fahrradfahren, also so ein bisschen in Schwitzen kommen, das führt zu einer Lebensverlängerung. Und dieses ist bestätigt worden aus einer großen Erhebung aus Taiwan an 400.000 Männern und Frauen. Und Sie sehen das hier im Lancet publiziert, also sicherlich auch eine wirklich gute, valide Studie. Sie sehen hier tägliche körperliche Aktivität und Sie sehen hier die rote Linie. Hier ist Reduktion der Gesamtsterblichkeit. Und auch hier sehen Sie, dass der Effekt am Anfang groß ist und dann abflacht. Und der ist schon relativ groß, Maximum bei einer Stunde pro Tag. Und bei 30 Minuten, das ist die Empfehlung, ist er hier ungefähr bei knapp 20% Gesamtsterblichkeitsreduktion. Aber Sie sehen hier, dass sich diese rote Kurve aus der grünen und der blauen zusammensetzt. Und wenn Sie hier oben lesen, ist, steht da bei der blauen intensive Aktivität. Wenn wir also die Empfehlung 30 Minuten nehmen, dann sehen Sie hier einen Unterschied zwischen 15-16% und fast 40%. Also wenn Sie schon die 30 Minuten investieren, dann aber ein bisschen mehr Vollgas, mehr Intensität reingeben. Und das trifft für die Prävention genauso zu wie für die Rehabilitation. Wir machen es derzeit noch so, oh Gott, der Patient hat Krebs, oh Gott, der hat einen Herzinfarkt gehabt, ja, Watte drumherum und ein bisschen in so eine Herzsportgruppe und vielleicht, wenn Sie übergewichtig sind und Diabetiker sind, naja, so ein bisschen spazieren gehen, vielleicht mal in eine Nordic Walking Gruppe. Ja? Das stimmt schon, was ich eben gesagt habe, dass das Nordic Walking für den Übergewichtigen am Anfang so eine hohe Belastung ist, aber grundsätzlich meine ich, dass man die, oder dass, wenn Sie sich selber rannehmen wollen, ist das der richtige Weg und wenn Sie auch Patienten zu einer Verbesserung der Prognose bringen wollen, dann müssen die richtig rannehmen. Und ich zeige Ihnen das nachher auch noch an den Daten. Also, hier nur ein weiterer Aspekt, wenn Sie mal betrachten, 30 Minuten macht ungefähr hier die bei moderater Belastung, also bei moderater Aktivität, diesen Effekt, dann gehen Sie einfach mal hier rüber und wir machen gerade Studien dazu, ob nicht 10 Minuten pro Tag genauso intensives Training, genauso effektiv sind wie 30 Minuten Walken. Und ganz sicher ist es so. Sie brauchen viel, viel weniger, wenn Sie Intensität machen, als Ausdauer. Bringen Sie die Patienten dahin, 5 Minuten richtig intensiv in Ihrem relativen Bereich Aktivität umzusetzen. Sie haben einen Benefit, der das übersteigt, was Sie sich vielleicht haben vorstellen können. Und wenn man 4 Gruppen, und das ist ja auch eine Nature-Arbeit, die das nochmal zusammengefasst hat, wenn Sie 4 Gruppen und hier den Alter bei Erkrankungsbeginn für diese 4 Gruppen betrachten und Sie sehen hier, die inaktiv Übergewichtigen, wann bekommen die Erkrankungen, die Inaktiven, dann der Durchschnitt und die chronisch Aktiven, also die sich sicherlich auch von der Ernährung eher anders verhalten, da ist es so, da liegt ungefähr ein Unterschied zu ungefähr 20 Jahre. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass man sicherlich durch diese Lebensstilintervention oder wenn sich die Leute eben entsprechend von ihrem Lebensstil verhalten würden, man kann sicherlich davon ausgehen, 20% der Gesamtkosten im Gesundheitssystem einzusparen.
Und ich möchte ja heute in meinem Vortrag darauf eingehen, ob möglicherweise körperliche Aktivität eine der Lösungen ist. Sie sehen hier ein Bild von Lukas Cranach aus dem 17. Jahrhundert. Und Sie sehen hier, da gehen die Gebrechlichen rein und kommen halt jungfräulich aus diesem schwimmenden Bassin wieder raus. Und ich möchte einsteigen mit einem Bild. Ich komme ja nicht gebürtig, das merken Sie, ich komme eigentlich aus Bielefeld, aber ich lebe schon länger im Exil. Und es ist so, dass Sie hier den Königssee sehen und da gibt es Berge und da gibt es tiefes Wasser. Und Sie sehen hier jemanden mit Sauerstoff oben, das ist am Mount Everest, oder auch die Taucher unter Wasser. Und diese beiden begeben sich natürlich auch in Extremsituationen hinein. Sauerstoffpartialdruck nimmt ab, ist ganz andere Umgebungsbedingungen hier auch unter Wasser. Und nichts anderes ist bei unseren Patienten der Fall, wenn sie eine Erkrankung haben, wie hier vorne diese Patientin mit schwerer COPD, die Sauerstoff bekommt, oder diese Patientin hier während der Dialyse. Dieses Jahr, wie Sie wissen, nur kurze Zeit, wenn die Dialyse nicht vorhanden wäre, überlebbar überhaupt. Und ich möchte Ihnen Therapiekonzepte für diese Bereiche der Medizin heute darstellen wollen und starte mit der Kardiologie. Und Sie sehen hier die Frage körperliches Training bei KHK, Sie sehen hier ein Gefäßsystem, Sie sehen hier Einengung. Also wenn Einengungen des Gefäßsystems da sind, kann man denn dann überhaupt ein Training machen? Und Sie sehen hier ein Ultraschallbild von einem Herzmuskel und Sie können hier erkennen, das ist die linke Herzkammer, dass dieses praktisch nur so eine Rotationsbewegung ist und gar nicht es wirklich zu einer Kontraktion, also ein Zusammenziehen des linken Ventrikels der linken Herzkammer kommt. Und da muss man sich ja schon die Frage stellen, kann man solche Patienten, die eine Herzinsuffizienz haben, kann man die denn vielleicht irgendwie trainieren? Und bringt das überhaupt was und sollte man dies tun? Da ist es so, dass vor 2 Jahren eine Studie publiziert worden ist. Sie sehen hier diese HF Action Study, das ist hier deren Emblem. Sie sehen, dass es eine amerikanische Studie ist, mit Converse-Schuhen hier, Basketballschuhen. Aber Sie sehen, was der Hintergrund war, systolische Herzinsuffizienz, wie eben im Ultraschallbild gezeigt. Also die Pumpfunktion sehr eingeschränkt. Es war noch vor, wenn ich heute die Kardiologen in München frage, soll man Patienten, die eine Herzinsuffizienz haben, soll man die trainieren, dann sagt mir sicherlich 4/5, nee, bloß nicht. Also spazieren gehen ist wunderbar, aber bloß nichts zu Intensives und Training. Und diese Studie hat gezeigt, Sie sehen hier die Sterblichkeit und Sie sehen hier die Hospitalisation, also das heißt Krankenhausaufnahme. Sie sehen, dass die Sterblichkeit auch hier noch dargestellt für die rote Gruppe, das ist die Trainingsgruppe, dass die niedriger ist und wenn man beides zusammenzählt, Sterblichkeit und Aufnahme ins Krankenhaus, dass die Trainingsgruppe sehr viel besser abschneidet. Das müssen Sie sich vorstellen, bei all dem, was wir heute bei Herzinsuffizienz schon als Therapie haben, maximale medikamentöse Therapie, diese sogenannte Resynchronisation, also das heißt, werden Katheter reingelegt in die Gefäße und oder beziehungsweise in die Venen und in den Muskel, sodass sich das Herz besser zusammenzieht. Die kriegen Defi eingebaut gleichzeitig und so weiter. Und all das ist gemacht und dann noch ein Training obendrauf und dann ist dieses hier noch besser. Und ich zeige Ihnen jetzt was Weiteres. Weil bisher ist es so, dass sehen Sie einen Patienten mit Herzinsuffizienz und der trampelt hier auf dem Fahrradergometer, kann sich wunderbar unterhalten, hier bei mir im Zentrum. Und wenn wir uns das hier anschauen, ist es so, dass wir, wenn wir jetzt so ein Training, schauen Sie mal, ein Intervalltraining, ein fast bis an die Maximalgrenze gehendes Training mit dem machen, ganz kurz erst, aber schauen Sie mal, wie der schnaubt, ja, da würden alle sagen, Herr Halle, Sie bringen den Patienten um. Habe ich auch erst gedacht. Aber es ist so, dass ich vor 2007 war es so, ist eine Studie zu diesem Muster, Sie sehen das hier Intensität, hier steht Herzfrequenz maximal 60% und die eine Gruppe ist so ein kontinuierliches Fahrradtraining, hat die gemacht.
Und die andere Gruppe ist, wie dieser Patient eben gerade gezeigt, der ist dann hier erst eine Minute, dann zwei, dann drei, dann vier Minuten. Und Sie sehen das hier in 4x4 Minuten in so ein Intervalltraining eingebaut worden. Und der Kalorienverbrauch bei beiden war gleich. Und das hat eine norwegische Arbeitsgruppe gemacht. Und dann haben die Folgendes gezeigt. Die haben gezeigt, Sie sehen das hier 2007, publiziert im besten Herz-Kreislauf-Journal, wissenschaftlichen Publikation. Und Sie sehen hier den enddiastolischen Durchmesser. Das heißt, wenn ein Herz eine Herzinsuffizienz hat, ist es erweitert. Und es gibt keine Therapie, die dieser Erweiterung entgegentritt. Egal, ob sie Medikamente geben, das bleibt immer so schlecht. Die Pumpfunktion verbessert sich kaum, vielleicht noch durch diese Resynchronisation mit diesen Kathetern, die da eingelegt werden, aber sonst eigentlich nicht. Und Sie schauen mal bei dem Training, moderatem Training, was Sie hier sehen, da sehen Sie, dass dieser Durchmesser des linken Herzens, ja, dass der sich gar nicht ändert. Aber Sie können unschwer erkennen, dass dieses hier, dieses IT heißt das Intervalltraining, dass das für das Intervalltraining so ist, dass die Herzkammer schrumpft. Das ist was komplett Neues. Wenn man das irgendjemandem sagt, der sagt, der spinnt, das gibt es nicht. Das funktioniert nicht, das gibt es nicht. Und so habe ich das auch gedacht. Nichts anderes, als das publiziert war. 2 Wochen später war ich in Norwegen. Das wollte ich mir angucken. Und dann haben die noch gesehen, dass dieses BNP, das ist also dieser Faktor, den man normalerweise bei der Herzinsuffizienz erhöht, messen, weil es der Stressfaktor anzeigt für das Herz. Und da sehen Sie hier, dass dieses eben schwerst erhöht ist. Ja, normalerweise haben Sie da unter 200 Hunderter Werte. Und Sie sehen das hier mit 1300 erhöht. Und Sie sehen, dass nur hier in dieser Intervallgruppe dieser Wert abfällt. Wir sind gerade dabei, ja, bin ich da hingefahren und dann habe ich das mir angeschaut und dann haben wir das Training bei uns implementiert. Jetzt machen wir seitdem eine europaweite Studie. 200 Patienten sind jetzt schon eingeschlossen worden. Sie sehen hier in München und dann, das sind die anderen Zentren. Hier oben ist Trondheim da, wo ich war, wo die das primär durchgeführt haben. Und Sie sehen, dass wir da an vielerlei Orten jetzt so ein Training machen und ich kann Ihnen, wenn ich nochmal wiederkommen sollte, nächstes Jahr auch Daten dazu präsentieren. Und die Komplikationsrate dabei ist nicht erhöht. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Die Komplikationsrate ist nicht erhöht. Das Zweite ist in der Pneumologie. Eine der Herausforderungen der Zukunft wird sein, Patienten mit COPD, also chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, meist als Folge von Rauchen, dass diese halt in unseren Kliniken zunehmen. Und wir haben eigentlich nichts wirklich in der Hand an medikamentöser Therapie. Wenn akuter Infekt ist, ja gut, da kann man mit Antibiotika und in der Kombination mit Cortison rein. Man kann auch Sprays geben, man kann auch Theophyllin geben und so weiter. Aber so richtig die Prognose mit den Medikamenten kann man nicht beeinflussen und verbessern. Man weiß aber, dass die Muskulatur entscheidend ist und die Kräftigung der Muskulatur, also auch ein gewisser Trainingsstatus, mit dem Überleben. Und Sie sehen hier Transplant-Free Survival, das heißt, ohne Transplantation überlebt. Und Sie sehen, dass hier viele werden ja dann nicht transplantiert, weil sie eben kein Organ bekommen. Und wenn Sie das hier mal über 4 Jahre beobachten, für jemanden, der eine schlechte Quadrizepskraft hat, also Oberschenkelkraft hat, und denjenigen hier, der eine normale hat, dann ist hier der Unterschied doch beträchtlich. Das sind 20% höhere Sterblichkeit. Also ist es auch so, das ist in der Rehabilitation heute etabliert, dass hier, wie Sie hier sehen, dass auch so ein Krafttraining gemacht wird mit den Patienten. Sie sehen, dass hier dieser Patient hat gleichzeitig Sauerstoff und Sie sehen hier, wie auch zum Teil die Patienten abgemagert sind, die Atemtherapie bekommen. Das ist Standard. Das ist so, dass ich mit einem Zentrum für diese Patienten in Berchtesgaden ein entsprechendes Programm, Sie sehen hier diesen Fitnessraum, den wir da für diese Patienten haben, dass wir ein Trainingsprogramm mit diesen Patienten durchgeführt haben. Sie sehen jetzt hier einen Patienten mit schwerer COPD, ein junger Mann, jüngerer Mann. Sie sehen halt hier die Sauerstoffversorgung, hier wie er auf dem Fahrradergometer trampelt und auch er macht ein Intervalltraining. Sie sehen das hier, wir vergleichen eben wieder so ein
kontinuierliches Training mit diesem Intervalltraining. Und Sie sehen, dass das ein bisschen anders ist. Diese Patienten können Sie nicht 3, 4, 5 Minuten belasten, sondern dieses sind Patienten, die auf der Transplantationsliste stehen. Die haben, wenn Sie mit dem von da vorne vom Papierkorb bis da vorne zu Herrn Professor Leitzmann gehen, ja, dann sind die schon dyspnoisch und zurückkommen sie kaum. Also die haben eine ganz kurze Gehstrecke. Und was wir da machen ist, wir machen eine 30-Sekunden-Belastung, eine 30-Sekunden-Maximalbelastung. Und wenn man sich das anschaut für den 6-Minuten-Gehtest, für die kontinuierliche und die Intervallgruppe, Sie sehen das hier auch für die maximale Wattzahl, schauen Sie mal die maximale oder Änderung der Wattzahl, das sind ungefähr 10 Watt von vielleicht 40, 50 Watt kommt, nach einem vierwöchigen Aufenthalt oder vierwöchigen Training. Und Sie sehen hier schon, dass das Intervalltraining, was die Kraft angeht, besser ist. Und wenn Sie dann unerwarteterweise dieses Bild sehen, oder vielleicht, ja, ich denke, das ist für Sie unerwartet, dann sehen Sie hier zwei Kurven. Und die Frage ist, wann brechen die Patienten eher ab? Also wann ist es ihnen zu viel? Bei dem moderaten Training, und das hätten alle Pneumologen gesagt, es ist aber genau umgekehrt. Sie brechen halt viel mehr ab bei dem kontinuierlichen Training und viel weniger bei dem Intervalltraining. Macht Ihnen viel mehr Spaß und es ist weniger belastend als intensives, als moderates Training, auch bei geringerer Intensität. Kommen wir zum dritten Fall oder zum dritten Gebiet der Nephrologie. Sie sehen hier eine Dialysestation und man muss nur irgendwie ein bisschen clever sein, wie ich meine, denn hier schauen Sie mal, wie der Patient ist happy und die Krankenschwester ist happy und dieses hier ist eine Dialyseeinheit. Sie sehen hier, da ist dieser Schlauch zur Dialyse und Sie sehen jetzt hier ein Gerät, das ist nichts anderes als ein Fahrradergometer während der Dialyse. Patienten liegen ja während der Dialyse gewöhnlich 3 bis 4 Stunden, liegen einfach da, lesen Zeitungen, frühstücken und das war's. Die kann man ja wunderbar nutzen für ein Training, die Zeit. Schauen Sie mal hier bei diesem Patienten. Das ist ein Patient mit Gichtarthropathie und Gichtnephropathie. Älterer Herr, jenseits von 70. Und sehen Sie hier, wie der während der Dialyse, da kann man erkennen, bei was für ein Puls er hier, oder Umdrehungen sind das wahrscheinlich hier, 30, ein bisschen schlapp, also dass er eben hier trampelt. Oder diese Patientin hier, Unterschenkelamputation bei diabetischer Nephropathie, die trampelt und trampelt und trampelt. Oder Sie sehen hier diesen mit diabetischer Nephropathie, diesen Herrn 75 Jahre, beidseitig Unterschenkel amputiert, den macht das sowas von Spaß. Ja? Und was passiert, wie Sie bei dieser 85-jährigen Patientin sehen, die ist noch topfit. Ich habe sie auch besucht, das ist in der Nähe von Dresden, wo wir dieses Training hier machen. Lebt allein mit ihrer Katze, kann aber nicht mehr spazieren gehen. Seit sie während der Dialyse trainiert, hat sie keine Beinkrämpfe mehr. Die Dialyse führt häufig zu Beinkrämpfen, sehr belastend für die Patientin. Und wenn man dann so ein Training macht, und Sie sehen das hier, die hat 10 bis 20 Watt, also praktisch kein Widerstand auf dem Fahrrad, dann ist es hier dieses, was ich meine, wenn es um das Thema geht, wie kann man Therapie in der Medizin nochmal um einen Quantensprung verbessern, wie kann man Lebensqualität für die Patienten verbessern, das ist das, was ich damit meine. Ein Bereich der Onkologie, der nächste Bereich Onkologie, der mich sehr, sehr in den letzten Jahren beschäftigt hat, weil ich immer mehr Patienten sehe, die getriggert war das 2007, als eine Patientin zu mir kam und sagte, es gibt so ein Training in Heidelberg in der Uniklinik dort und können Sie nicht so ein Training für mich, ich habe Magenkrebs, können Sie das nicht für mich auch tun? Da habe ich für die ein Trainingsprogramm zusammengestellt und dann haben wir ein Training während der Chemotherapie gemacht und ich war völlig blauäugig, ich habe mich erstmal belesen und heute haben wir die größte Ambulanz zu Sport und Krebs in München, 2 volle Tage, die wir die Patienten dort sehen und die wir in ein Trainingsprogramm einschließen, also ungefähr sich vorstellen, 10 Patienten jede Woche, Minimum 10 Patienten jede Woche in ein Trainingsprogramm integriert. Und warum machen wir das? Weil es eben eine Evidenz dafür gibt in der Prävention und der Therapie von Krebserkrankungen, gerade was das Mammakarzinom oder das Kolonkarzinom betrifft.
Denn das Hauptproblem der Tumorpatienten ist, wenn sie die Erkrankung haben und wenn man das vergleicht, hier orange dargestellt die Tumorpatienten und grau die Kontrollen, dann sehen Sie hier, dass das Hauptproblem die Funktion ist, die Funktion des Körpers, die natürlich Einfluss nimmt auch auf Arbeitssituationen, sicherlich ADL heißt Activity of Daily Living, auch das ist ein gewisses Problem und hier die Psyche, die eine Dame auch jetzt im anderen Kontext schon angesprochen hat. Aber die reduzierte Funktionalität des Körpers wird herausragend von den Patienten angegeben. Und Sie sehen das jetzt hier, wie Patienten hier bei uns im Trainingsstudio da trainieren. Und warum trainieren wir diese Patienten? Und Sie sehen jetzt hier, dass Sie Beobachtung über 12 Jahre, 3 unterschiedliche Gruppen, Sie sehen hier tumorspezifische Sterblichkeit und Sie sehen, dass diese beiden Kurven aufeinander liegen. Das ist unter oder bis zu 4 Stunden zügiges Spazierengehen pro Woche, ein bisschen übersetzt jetzt hier für den Vortrag. Und über 4 Stunden pro Woche, das ist dieses hier, diese Kurve. Sie sehen hier über 8 Jahre. Das heißt, die Sterblichkeit ist nach 10 Jahren, wenn man hier die 10-Jahres-Daten nimmt, um 50% niedriger in der aktiven Gruppe. Und das ist für sogenanntes UICC 2-3-Stadium. Das heißt, das ist schon der Tumor ist in die Wand eingewachsen und hat auch schon zu Lymphknotenmetastasen geführt. Da ist die Prognose der Patienten bedeutend besser, wenn sie körperlich aktiv sind. Und die Frage ist natürlich, die Sie mir stellen werden, naja, das sind diejenigen, die vielleicht immer schon aktiv waren. Nein, das ist nicht so. Denn wenn Sie sich das anschauen, von der Diagnosestellung her, Sie sehen hier Gesamtmortalität und was den Tumor betrifft, die Mortalität. Und Sie sehen hier keine Änderung der Aktivität, Zunahme der Aktivität, Abnahme der Aktivität nach der Erkrankung. Und Sie sehen das hier für beide Entitäten, dass wenn eine Zunahme der Aktivität nach der Tumordiagnose und der adäquaten Therapie da ist, dass dann Gesamtmortalität und tumorspezifische Mortalität um 50% reduziert ist. Dies für Darmkrebs, für Brustkrebs geht man ungefähr von 30% aus. Da ist es jetzt so, wir haben gerade am Montag eine größere Studie genehmigt bekommen von der Deutschen Krebshilfe. Wir machen halt auch in dem Bereich Studien, wo wir jetzt bei Kolonkarzinompatienten randomisiertes Design machen. Da möchte ich an der Stelle nur noch mal darauf hinweisen, was es extrem wichtig ist, dass man die gleichen wissenschaftlichen Kriterien an diese Studien, ob Ernährung oder Bewegung, heranlegt und nicht sagt, jetzt machen wir mal da, dass allen besser geht, irgendwie unidirektional irgendwie gar keine Kontrollgruppe, dass man halt natürlich auch, dass man große Populationen untersuchen muss, dass man mehrere tausend auch in ein Interventionsprogramm integrieren muss und so weiter. Alles das, was wir für die Pharmakotherapie kennen und da muss man diesen Standard in diesem Feld der Lebensstilintervention genauso haben, denn sonst wird es so sein, dass man für diese Maßnahmen später auch kein Geld von den Krankenkassen bekommt, wenn man diese Strategie nicht wählt. Und last but not least, so ein bisschen 2 Sachen, die ich nur ganz kurz anreißen möchte. Sie sehen hier auch, worum es mir geht. Wir haben auch Patienten hier, die wir betreuen, eine Mitarbeiterin von mir. Das sind MS-Patienten. Dieser Patient hier ist praktisch komplett gelähmt. Sie sehen hier oben, wie dieser Patient auch, schweben sie, Sie sehen das hier unten, sind die Helfer, schweben in der Höhe, er nimmt sogar seinen Rollstuhl mit. Es geht da weniger darum, dass man jetzt die Prognose der Patienten verbessert, sondern ihnen einfach wieder auch Bestätigung gibt, dass sie eigenverantwortlich auch Sachen machen können, für die sie sich vielleicht eben vom Boden abheben, die sich früher und mit der Erkrankung nicht haben vorstellen können. Und wir haben auch einen weiteren Schwerpunkt, auf den ich jetzt heute weniger eingehen werde. Das ist in der Pädiatrie, wo wir Programme haben, vor allen Dingen zur Adipositas, wo wir versuchen, eben diese Kinder in Programme einzuschließen und dann über lange Zeit beobachten, wo wir jetzt über die letzten Jahre sicherlich das größte überhaupt Programm für übergewichtige Kinder in Deutschland haben etablieren können. Ich hoffe, ich habe Ihnen das neue Konzept, wie man Sport als Therapie bei chronischen Erkrankungen, wie man dieses integrieren kann in den unterschiedlichsten Bereichen. Ich bin gar nicht auf die Psychiatrie, auf die Diabetologie und anderes eingegangen. Es geht darum, dass man verständlich
macht und ich hoffe, Ihnen heute verständlich gemacht habe, aber dass Sie auch verstehen, dass man eben ein Training gerade für den Eltern, den alten Patienten mit in ein Therapiekonzept integrieren muss. Ich habe dazu ein paar Bücher geschrieben, ein Lehrbuch dazu und hier spezifisch ist gerade rausgekommen für Krebserkrankungen. Aber versuche auch, wie Sie sehen hier, das für Patienten auch adäquat in den Alltag umzusetzen. Und dieses Buch ist ein bisschen was anderes, weil ich mir überlegt habe, man kann nicht als Wissenschaftler immer nur wissenschaftlich reden, sondern muss auch verständlich machen, dass Bewegung wichtig ist und wie das funktioniert, sodass jeder es versteht. Und das ist in diesem Buch auf eine gewisse andere Art, nicht, dass ich was so heute erzählt habe, auf eine gewisse andere Art von mir halt dort dargestellt. Es geht aber, glaube ich, ganz wesentlich darum, add life to years, not years to life. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir sind in der Medizin gerade daran, dieses Bild hier von der Erkrankung, vom Auftreten der Erkrankung bis zum Tod, möglichst hier hinten zu optimieren, möglichst die Tage auf der Intensivstation zu verlängern, die Therapie der Tumorerkrankung, der Therapie der Herzinsuffizienz und Myokardinfarktes, alles zu optimieren, damit wir älter werden. Aber dieses hier, das sollte das Ziel sein, Erkrankungsbeginn möglichst spät. Und dieses hier ist die Zukunft der Medizin. Und möchte enden mit Johann Wolfgang von Goethe. Ich nehme ihn gerne heran, weil ich komme ja von der Technischen Universität und da sagt man dann auch gerne, wir haben ja in München so eine gewisse LMU-TU. Die LMU, das sind die mehr geistlich Orientierten, wir sind mehr die praktisch Orientierten. Und das nehme ich ganz gerne dafür, dass ich Ihnen auch und den anderen natürlich auch präsentieren kann, dass wir auch Goethe zitieren können. Und Johann Wolfgang von Goethe hat einen Leibarzt gehabt, den Dr. Hufeland. Und es gibt in Deutschland den sogenannten oder den Präventionspreis, den Dr. Hufeland oder Hufeland-Preis. Und der wird jährlich vergeben für die beste Initiative im Bereich der Prävention. Und Johann Wolfgang von Goethe nimmt auf dieses Buch, was der Hufeland damals schon geschrieben hat, nimmt er Bezug in der Szene Hexenküche in Faust. Faust 1. Mephisto und Faust im Dialog, sagt Mephisto, dich zu verjüngen, gibt es auch ein natürlich Mittel, allein steht im einen anderen Buch und ist ein wunderlich Kapitel in dem Buch von Hufeland. Also es geht darum, wie wir uns verjüngen, wie wir uns von innen verjüngen, wie von außen verjüngen, aber wahrscheinlich mehr von innen verjüngen, dass wir erst keine Krankheiten bekommen. Faust will es natürlich wissen, genauso wie Sie auch. Und Mephisto sagt, gut, ein Mittel ohne Geld, das wird schon mal unseren Gesundheitsminister und die Krankenkassen freuen. Und Arzt, also uns Ärzte weniger, Zauberei scheint es auch nicht zu sein. Also gut, ein Mittel ohne Geld und Arzt und Zauberei zu haben. Und Sie sehen jetzt, was oben ansteht, begib dich gleich hinaus aufs Feld, fang an zu hacken und zu graben. Die Bewegung steht oben an. Erhalte dich und deinen Sinn in einem ganz beschränkten Kreise. Der Yoga-Unterricht wird ja auch von den Krankenkassen bezahlt, aber der Gang am Sonntag in die Kirche könnte hier genauso zählen. Ernähre dich mit ungemischter Speise, die Trennkostanhänger, ich weiß nicht, ob Sie darauf eingegangen sind, sind angesprochen. Leb mit dem Vieh als Vieh und achte es nicht für Raub, die Vegetarier ebenso. Den Acker, den du erntest, selbst zu düngen, jetzt wissen Sie, warum Sie Ihr Geld beim Biobauern lassen. Das ist das beste Mittel, glaub, auf 80 Jahre dich zu verjüngen. So funktioniert es, meine Damen und Herren. Deshalb bin ich hier von München hergekommen, um Ihnen das zu sagen. Ja. Aber, Faust antwortet, das bin ich nicht gewöhnt, ich kann mich nicht bequemen, den Spaten in die Hand zu nehmen. Das enge Leben steht mir gar nicht an, es ist so schwierig, alles umzusetzen. Aber vielleicht geht es mit mehr Kauen und der Ein-Minuten-Halle-Regel. Ich danke Ihnen für Aufmerksamkeit. Herr Halle, herzlichen Dank für den wie immer engagierten Vortrag. Gibt es Fragen? Was ist die rationale Begründung des positiven Effektes der Bewegung bei der Krebsbehandlung? Beim Herzen und an der Lunge kann ich mir das ja über Entzündungsbekämpfung erklären, aber beim Krebs eben nicht. Ja, genau. Also da muss man sagen, dass es nicht wirklich geklärt ist, aber es gibt eine Hypothese. Es sind im Prinzip die Tumoren beeinflussbar, die halt auch mit metabolischen Syndrom und Prädiabetes assoziiert sind. Und das ist Mammakarzinom, Kolonkarzinom und Prostatakarzinom.
Sie haben eine enge, relativ enge Beziehung. Das heißt also, Übergewichtige bekommen diese drei Erkrankungen mehr als Normalgewichtige. Und wenn Sie dann halt noch eine Prädiabetes haben, ist es noch mal mehr. Und darüber kann man sich dann wiederum auch vorstellen, warum körperliches Training wirkt. Weil es eben die Insulinresistenz verbessert und darüber wahrscheinlich auch mitogene Effekte, also antimitogene Effekte hat. Und so stellt man sich es vor. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass man es nicht weiß, aber es ist natürlich naheliegend, dass dieses, weil es so diese Assoziation gibt, dass es darüber geht. Und Sie können ja auch, Sie haben das angesprochen, Richtung Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es ist klar, wenn Sie die Studienlage anschauen, sind auch immer diejenigen, die in den epidemiologischen Studien, jetzt primär gesprochen, die eben Richtung Herz-Kreislauf-Erkrankungen einen Benefit haben, sind auch immer diejenigen, die zu Krebserkrankungen wie Mammakarzinom, Kolonkarzinom den Benefit haben. Das heißt also, die Publikationsliste ist immer so, Sie können darauf warten, wenn zu körperlichem Training aus einer großen Kohorte heraus eine Untersuchung sich entwickelt oder publiziert wird, zu körperlichem Training bei Herz-Kreislauf-Erkrankung, dass das gesenkt wird, dann warten Sie ein halbes Jahr, dann kommt die nächste Publikation zum Mammakarzinom, wie es gesenkt wird, und dann kommt es zur nächsten Publikation zu Kolonkarzinom, wie es gesenkt wird, und Prostatakarzinom, die drei. Und das ist eine lineare Beziehung, jeweils beim Mammakarzinom und beim Kolonkarzinom, und noch mehr linear beim Prostatakarzinom. Also noch mehr linear heißt, da sieht man das wirklich in Stufen, wie mehr Aktivität zu weniger Auftreten des Prostatakarzinoms führt. Weitere Fragen? Jetzt haben Sie mich noch. Ja, könnten Sie vielleicht noch, der Bereich der Psychiatrie wurde ja ausgeklammert. Ja. Der Bereich der Psychiatrie wurde ja ausgeklammert, aber da ist ja auch körperliche Bewegung auch schon seit längerem bekannt ganz wichtig. Vielleicht könnten Sie da noch mal ganz kurz was zu sagen, ob sich da in letzter Zeit auch neuere Erkenntnisse ergeben haben. Ja, vielleicht muss man dazu, das ist richtig, was Sie sagen, es gibt zwei Aspekte, die ich da vielleicht erwähnen möchte. Der erste oder der eine Aspekt ist der, man geht ja ungefähr davon aus, dass ein Training, jetzt nicht bei der Depression, aber bei der leichten Depression, man setzt es ja jetzt nicht ganz gezielt bei der schweren Depression ein, ich bin jetzt nicht psychiatrisch so versiert, aber das ist das, was ich verstehe und weiß, bei der leichten Depression, und da hat man ungefähr den Effekt eines Medikamentes durch ein Training. Da ist es aber mitnichten bisher geklärt, ob nicht auch, und da sind wir auch gerade in den Überlegungen, ob nicht auch gerade eine gewisse intensivere Belastung zu besseren Effekten führt. Und bisher ist es ja so, dass man auch bei uns mit den Patienten rausgeht, man macht Spaziergänge, man macht vielleicht auch nochmal so in so einem Ergometerraum, dass die dort sich ein bisschen belasten oder auch Fahrrad fahren können. Aber es ist auch, die Motivation ist halt relativ eingeschränkt. Und da ist es eben so, ob man nicht eben so intensivere Belastung macht. Der zweite Aspekt ist der, dass, und da sind wir auch gerade mit den Psychiatern dran, eines der Hauptprobleme gerade zum Beispiel bei Schizophrenie ist die Gewichtszunahme nach Beginn der medikamentösen Therapie. Und dieses aufzufangen durch ein vielleicht anders geartetes Training, das ist meines Erachtens sehr sinnvoll. Und vielleicht kann ich in dem Zusammenhang, wenn Sie nicht weiter fragen, Ihnen noch was erzählen und mit ein paar Mehrs aufräumen. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Plural ist, aber mit zumindest mal einer mehr aufräumen, weil dann wieder gesagt wird, naja, aber Gewichtsabnahme ist doch besonders bei moderatem, also niedrigem Trainingspuls besonders richtig und wichtig. Und das ist ein totaler Irrsinn und Schwachsinn und sicherlich definitiv nicht richtig. Sondern wenn man jetzt zum Beispiel in diesem Kontext bei den schizophrenen Patienten, wenn man was an Gewicht einsparen, also Gewichtszunahme verhindern möchte, beziehungsweise Übergewicht reduzieren möchte, das Ziel muss immer sein, die Intensität möglichst hoch zu wählen. Und es gibt sehr schöne, auch ganz aktuelle Studien, die jetzt vor wenigen Monaten publiziert worden sind, wo man nur allein verglichen hat, ein zügiges Walken mit einem normalen Walken. Also zügiges Walken kann man sich ja vorstellen, normalen Walken.
Und es ist im Prinzip, oder es ist so, dass sich da gezeigt hat, dass entscheidend, also beim Typ-2-Diabetes, es entscheidend ist, diesen minimalen Unterschied an Intensität bei diesen Patienten draufzusetzen, weil der Effekt auf die Gewichtsreduktion und der Effekt auf die Homöostase, Glukosehomöostase, entscheidend ist. Und was ich meinen Patienten empfehle, ist, ich habe es, und damit, ich glaube, ich habe noch 2 Minuten, ne? Was entscheidend ist, und dann komme ich nochmal wieder auf das, was ich am Anfang gesagt habe, entscheidend ist, dass Sie dem Patienten einen Trainingsplan an die Hand geben. Und auch sowas habe ich in diesem Buch Zellen fahren gerne Fahrrad, habe ich das auch zum Beispiel dort dargestellt. Und es ist so, meinen Patienten sage ich, also das Erste ist, dass ich Ihnen sage, ich, ja, Herr Meier, passen Sie mal auf, ich gebe Ihnen mal so einen Schrittzähler mit. Den nehmen Sie mal mit. Und da ist schon mal der erste Fehler, den man machen kann, indem man sagt, also Sie sollten 5.000 oder 10.000 Schritte gehen. Das ist ein kardinaler Fehler, gleich im Brunnen gefallenes Kind. Sondern Sie geben dem einen Schrittzähler und sagen, hier haben Sie eine Liste, schreiben Sie mal auf, montags bis freitags und so weiter, kommen Sie in einer Woche wieder und dann schauen wir mal, was da für Zahlen stehen. Kommt der Meier nächste Woche wieder, sage ich, Tag Herr Meier, wunderbar, zeigen Sie es mal her, steht da drauf 800 Meter, also 800 Schritte, 1200 Schritte, 1000 Schritte, sage ich, okay, jetzt wissen wir, wo wir starten. Also Mittelwert 1000. Ja? Herr Meier, was meinen Sie, jetzt haben wir nächste Woche, wo kommen Sie da hin? Und dann sagt Herr Meier, 1200, sage Herr Meier, super. Ja, also 1200, mal sehen, ob Sie das, also ich wäre total begeistert bei 1200, wenn Sie nächste Woche wiederkommen. Ja? Und dann weiß ich schon, in einer Woche kommt er wieder, steht schon vorne an der Anmeldung, ja? und schubbert da mit seinem Zettel. Ja? Dann komme ich von hinten und sage, na Herr Meier, geklappt oder nicht? Ja, wahrscheinlich nicht, zeig es mal her. Ja, und da grinsen schon, ja, da steht da 1500 Schritte. Sag ich, Herr Meier, Sie sind echt der Hammer. Ja, ich meine, Meier, also, ich weiß gar nicht, ob ich neben Ihnen bestehen kann. Ja, also Sie sind ja der Superstar. Ja, von 1000 jetzt schon auf 1500, hast die Hälfte nochmal oben drauf gesetzt. Ja, ich will Ihnen damit nur verdeutlichen, es geht nicht darum, jetzt 10.000 Schritte zu propagieren oder 30 Minuten Joggen im Wald. Ja? Also das ist die erste Phase, es geht um Mindset. Das meinte ich eben auch mit dem Kauen beim Essen. Also hier geht es auch um Mindset. Und dann kommt der Meier schon so ein bisschen in Schwung. Nächste Woche kommt er wieder, 1.800 und ja, sage ich, Meier, klasse, super. Jetzt ist es soweit, Sie haben die Grenze überschritten und dann habe ich da einen Stempel, den größten Stempel, den Sie in Ihrer Praxis haben, den allergrößten, das machen Sie sich einen. Ja? So ein runder ist noch besser als so ein quer, ja? Weil rund ist wie Siegel. Ja, das ist so richtig wie Bundesjugendspiele, irgendwie Goldmedaille oder so. Ja? Also der Stempel drauf, ja? Und noch Unterschrift und Datum. Und wiederkommen. Und dann, da hat er was zu Hause, das er zeigen kann und sage ich, und das machen Sie jetzt an Kühlschrank, ne? Dran, Magnet, und dann kommen Sie eine Woche wieder. Also es geht darum, ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Und das ist die erste Phase. Und die zweite Phase geht dann in ein Training über. Und nicht das Training gleich vom ersten Tag. Also ins Training über, für mich ist es meistens so nach 3 Wochen. Dann habe ich den nämlich, dann habe ich ihn sowieso persönlich. Und dann sage ich, also Herr Meier, jetzt geht es weiter, jetzt machen wir ein Training. Und wir machen es nicht, also frage ich Herr Meier, wie ist es mit Spazierengehen? Haben Sie da Lust drauf? Da sagt er, ja, habe ich Lust drauf. Sage ich, Herr Meier, jetzt mal Hand aufs Herz, ja? Haben Sie Lust auf Spazierengehen? Sagt er, nee, also echt, also ich meine, sage ich, haben Sie Lust auf Joggen? Sagt er, kann ich nicht. Gesagt, genau, wenn Sie jetzt ja gesagt hätten, dann hätte ich gesagt, Sie wissen nicht, was Sie können. Ja? Und dann sage ich Ihnen, pass auf, Herr Meier, jetzt machen wir es so, wir machen Trainingsprogramm für Sie. Und dann so Trainingsprogramm. Dann sage ich, okay, erstes Trainingsprogramm ist, Sie gehen jetzt mit mir, dann sage ich ihm, Herr Meier, hier ist der Gang, der Flur, ja, in meiner Ambulanz, Herr Meier, kommst mal mit, und das mache ich jetzt mal mit Herrn Mildenstein. Nee, lass mal so ablegen. So, Herr Mildenstein, jetzt kommt nämlich das, wenn Sie mal mit mir hierher kommen. Das Trainingsprogramm, sage ich dann zu Herrn Meier, also Herr Meier, ja, passen Sie auf, jetzt machen wir Walken darüber. Okay, Walken. Na, ein bisschen engagierter, Herr Meier. Arme hoch. Ja, genau. Ja, was war das, der Schlapp hier? Mildenstein. Also, ja. Okay, Walken, so. Und dann sage ich, okay,
jetzt haben wir das gemacht, das ist das Tempo. Das ist Walken. Der weiß ja gar nicht, was Walken ist. Fragen Sie mal einen, der noch nie gewalkt ist, was Walken ist. Ich meine, gut. Und dann sage ich zu ihm, okay, und jetzt machen wir, Sie machen Walken und ich zeige Ihnen jetzt das Neue, das zum Trainingsplan dazugehört, Tripp-Trapp-Laufen. Okay, Sie walken, zügig. So, und das ist Tripp-Trapp-Laufen. Vorne auf den Ballen laufen, Knie immer angewinkelt, damit Sie abfedern. Sie federn immer, selbst 120 Kilo können abgefedert so laufen. Ja, denn wenn Sie so 120 Kilo aufs Knie geben, ja, dann Problem. Und jetzt ist es so, Sie sehen, ich bin wesentlich langsamer gewesen als Sie. Jetzt gibt es erstmal einen Applaus für Dr. Mildenstein. Und dann sage ich ihm, okay, das Trainingsprogramm ist 5 Minuten. 1 Minute walken, 1 Minute Tripp-Trapp, 1 Minute walken, 1 Minute Tripp-Trapp, 1 Minute walken. Wenn Sie das schaffen, sind Sie der König. Wie häufig pro Woche? 3-mal mindestens, möglichst jeden Tag. Und nochmal Tripp-Trapp vor, machen wir jeder. Machen wir jetzt zusammen, machen wir jetzt zusammen. Vorne auf den Ballen laufen. Ja. Sie sehen, ja. Sie merken, dass es auf Oberschenkel geht? Ja. Also, wenn Sie jetzt ab heute in Mildenstein, wie heißt das da, um den Maschsee, ja, Tripp-Trapp und Walken laufen sehen, ja, dann wissen Sie, immer 1 Minute im Wechsel und dann so langsam steigern, dann hat der heutige Tag was gebracht. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.